Wenn du schon mal mit einem Auto über genau diese Rampe in die Militärbasis geflogen bist, dann pass auf, denn hier sind Dinge in GTA 5, die wirklich jeder macht. Jeder von uns hat versucht, den Jet aus der Basis zu klauen und jeder fährt genau diese gelben Dinger um und wer es nicht macht, der ist kein wahrer GTA 5 Spieler. Jeder wollte über diese Rampe in den Flughafen springen und ist dann daran gescheitert. Und genau dasselbe gilt auch für diese Rampe am Flughafen bei dem roten Auto. Welcher Rockstar-Mitarbeiter hat sich entschieden, dieses Auto dort zu platzieren? Jeder GTA 5 Spieler hat ein NPC-Auto von der Straße geklaut und es dann bei Los Santos Customs verkauft. Jeder von uns hat seine Wut bei dem Angestellten vor dem Casino rausgelassen, der tut mir wirklich leid, und jeder ist auch aus dieser Kurve rausgeflogen. Ein wahrer GTA 5 Spieler fährt jeden Motorradfahrer um, einfach aus dem Grund, weil sie dann so nice rumfliegen. Und beim letzten könnt ihr wirklich nicht lügen. Jeder von euch hat schon mal den Schuhladen in Los Santos besucht und das nicht um Schuhe zu kaufen. Lass jetzt ein Follow da, wenn du mindestens eine Sache davon schon gemacht hast.